Leute, weiter jetzt mit letzter Retro-Pokémon, die Rote Edition. Wir angeln hier immer noch auf Route 12, werden wir wahrscheinlich auch noch die nächsten paar Folgen. Aber das ist egal, wir angeln hier trotzdem weiter. Ist ja auch ein gutes Training für Tramato und für Dicta, wenn es nicht gerade besiegt wäre. Aber auch die anderen Pokémon bekommen ja dadurch Erfahrungspunkte und das finde ich okay. Ein Goldini. Schläfe es ein, Tramato. Und es schläft, sehr gut. Kopfnuss. Und jetzt noch ein Pfund. Ich bin zuversichtlich, dass Tramato in dieser Folge Level 36 erreicht. Zuversichtlich. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt dann fast keine Pokémon mehr angeln, dann wäre es nicht so, so wie jetzt eben. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Oder dass wir nur noch Carpador angeln, das wäre auch ein bisschen blöd, denn dann würde Tramato auch höchstwahrscheinlich kein neues Level erreichen. Aber ich bin zuversichtlich, dass Tramato ein neues Level erreichen wird. Wie sieht's denn aus? Nichts. Aber hier etwas. Und zwar ein Krabi. Juhu. Hypnose. Mist. Aber jetzt. Jetzt wird es schlafen. Ja. Kopfnuss. Pfund. Hier geht's weiter. Da oben ist übrigens auch schon der Zaun von dem Haus, wo wir die Superangel bekommen haben. Also wir sind bald da. Tentacha! Das geht einfach nur im Pfund und fertig. So, was haben wir hier? Nicht mal einen alten Stiefel. Und wieder nicht. Aber jetzt. Da hat was angebissen. Goldini, super. Hypnose. Machen wir Kopfnuss.
Und Pfund. Besiegt. So, jetzt geht es schön nach links. So, was haben wir hier? Ein Carpador. Das bekommt wieder ein paar Pfunde. So, dann hierher. Ich schätze auf ein Krabi. Nein, ein Goldini. Naja, fast. Wir machen erstmal Hypnose. Und es schläft. Kopfnuss. Oh, fast. Fast. Bald sind wir beim Haus. Viel ist es nicht mehr. Nochmal ein Tentacher. Das kriegt einfach Pfund. Glurak erreicht Level 49. Geil, Leute, oder? Doch den EP-Teiler. Es hat fast Level 50 erreicht. Fast Halbzeit. Also fast die Hälfte von bis Level 100 geschafft. Oh. Manchmal komme ich einfach auf diese blöde Taste. Dann angeln wir hier unten weiter. Goldini! Das darf wieder schlafen. Zweimal Hypnose haben wir noch. Ah, okay, nur noch einmal. So, Kopfnuss. Halt. Oh Mist, ich hab schon wieder doppelt gedrückt. Egal. Pfund ist sowieso fast alle. Also zeitlich könnten wir es noch bis am Haus vorbei schaffen. Bis diese Folge aus ist. Selbst wenn jetzt überall noch Pokémon kommen, denke ich, würden wir es schaffen. Tentacha!
Los, Tamato, Pfund! So, jetzt noch ein paar Goldinis und Krabbis und dann hat Tamato hoffentlich Level 26 erreicht. Ja, da ist schon ein Krabbi. Machen wir Konfusion. Geil. Auch wenn es ein Volltreffer war, trotzdem super. Aber ich frage mich, ob es ein Krabi auch besiegen würde, wenn es kein Volltreffer ist. Na, momentan sieht es überhaupt nicht danach aus, ob wieder Pokémon kommen würden. Da kommt eins. Tentacha. Los, Tomato, Pfund! So, dann jetzt hier nach rechts. Ein Goldini. Los, Tamato. Konfusion. Wow, es hat wirklich überlebt. Pfund. Was kommt jetzt? Nicht mein alter Stiefel. Und auch keine leere Dose oder sonst was. Nicht mal eine volle Pampers. Eine volle Windel. Aber jetzt ein Pokémon. Tentacha. Dann machen wir einfach wieder Pfund. So, langsam dürfte Tamato doch mal den Levelaufstieg kriegen. Ein Goldini. Konfusion, Tamato. Ja, kein Volltreffer, trotzdem besiegt. Das finde ich toll. Das heißt, das Goldini-Volt war einfach nur ein bisschen stärker als die anderen. Oder das hier ist einfach nur ein bisschen schwächer als die anderen. Das könnte natürlich auch sein. So, unsere erste Haltestelle haben wir erreicht. Jetzt geht's weiter nach oben. Konfusion. Das hat wieder ganz knapp überlebt. Tamato erreicht Level 26, hurra! Tamato entwickelt sich!
Traumato wurde zu Hypno. So, gleich mal den Pokédex-Eintrag lesen. Bin ich schon vorbei? Nein, oder? Da, Hypno. Das ist der Ruf. Das gibt es nirgendwo. Hypno, Hypnose-Pokémon, Größe 1,6 Meter, Gewicht 75,6 Kilogramm, Nummer 97. Blickt dieses Pokémon einem Gegner ins Auge, greift es mit einem Mix von Psykräften an. Super! Dann würde ich Hypno doch gleich mal nach unten tauschen. Ich habe irgendwie das Gefühl, also Glurak ist irgendwie 2 Level höher als Turtok. Jetzt schon. Dafür sind unsere anderen Pokémon ein bisschen schwächer. Also irgendwie habe ich das Gefühl, als kämpfe ich in der roten Edition öfter mit Glurak, als ich in der blauen Edition mit Turtok kämpfe. Und jetzt kommen gar keine Pokémon mehr. Das macht nichts. Wir dürfen ja eh nur gegen Duflo kämpfen. Duflo wird sie fertig machen. So, mit was kämpfen wir? Machen wir erstmal Giftpuder. Und jetzt Säure. Ja, das funktioniert. Dann weiter. Nicht mein alter Stiefel. Aber dieses Goldini wird daran glauben müssen. Giftpuder. Säure. So, was kommt hier? Nicht mein alter Stiefel. Gut, Leute, dann war's das für heute. Wir sehen uns morgen wieder in der blauen Edition und übermorgen wieder hier in der roten Edition. Ciao!